war. Ibra Berg. Alles, was einen richtigen Pokalfight ausmacht. Spannung, Kampf und nach 120 Minuten hatte vor allem der Bessere gewonnen. Aber vor dem verdienten Lohn stand im wahrsten Sinne des Wortes harte Knochenarbeit. Denn der Bundesligist aus Mönchengladbach wollte die spielerische Unterlegenheit, die Nervosität, durch die sogenannte gesunde Härte ausgleichen. Hier legt Igor Belanov Mirza Kapitanovic. Kostner, Igler und Kroninger waren die anderen Leidtragenden der ruppigen Gangart. Aber der OFC war in keiner Phase des Spiels von diesem Gegner zu beeindrucken. Von Anfang an war klar, wer der Herr am Bibra Berg war. Kroninger mit einer Riesenmöglichkeit bereits nach 5 Minuten. Wolf Werner hatte gehofft, dass seine Mannschaft sich gegen den Oberligisten aus der Krise spielen könnte. Aber die Offenbacher, eigentlich als Amateure getarnte Profis, waren die überlegene Mannschaft. Peter Züris, da fehlte vielleicht die Kaltschnäuzigkeit, um bereits nach einer Viertelstunde in Führung zu gehen. Der Tabellenletzte der Bundesliga wusste nicht, wohin mit dem Ball. Das sah schon richtig hilflos aus. Dann wohl eher ein Verlegenheitsschuss von Jörg Neun, aber Bernd Fuhr war an diesem Pokalabend fehlerlos. Der Oberligist gab dem Bundesligisten Nachhilfeunterricht. Mit Mut und Selbstvertrauen kann man so ein Spiel aufziehen. Uwe Kamps, wohl der beste Gladbacher, riskierte oft Kopf und Kragen, um seine Mannschaft vor dem Rückstand zu bewahren. Stefan Schummer hatte den Millioneneinkauf Igor Belanov völlig abgemeldet. Ganz selten, dass Europas Fußballer des Jahres 1986 einmal so gefährlich zum Schuss kam. Belanov hat bis jetzt noch nicht viel gemacht. Bin bis jetzt zufrieden. Wird er nicht so gut angespielt von seinen Mitspielern oder woran liegt? Doch, er wird schon gut angespielt. Ich habe auch die Räume, er ist schnell. Aber wir stemmen uns dagegen. Solange wir ihn unentschieden halten können, haben wir Vorteile und Zuschauer hinter uns. Vielleicht können wir noch was machen. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Borussen, das Heft in die Hand zu nehmen. Aber der Sturmlauf entpuppte sich schnell als Flaute. Selten hatten die Gladbacher eine derart gute Szene. Flüssige Kombinationen beim Tabellenführer der Oberliga Hessen. Kapitanovic auf Uwe Igler. Aber der Ex-Profi legt sich den Ball zu weit vor. Auf der Gladbacher Bank schlugen sich die Betreuer die Hände vor die Augen. Noch, ja noch, rettete Uwe Kamps das Unentschieden. Die Borussen konnten auf ein Wiederholungsspiel hoffen. Aber dann war die reguläre Spielzeit vorbei. Axel, lange Bälle spielen jetzt auf den Uwe Igler. Und sie suchten den 1,88 Meter langen Uwe Igler im Sturmzentrum. Die Gladbacher, immer ängstlicher, schlugen den Ball aber ins Tor aus. Bis zur 98. Minute konnten sich die ramponierten Bundesligisten auf diese Weise wehren. Aber dann kam Mirza Kapitanovic. Er machte das goldene Tor. Durch den Einzug in die nächste Runde bringt dieser Treffer eine Menge Geld in die leeren Offenbacher Kassen. Und obendrein gab es noch ein dickes Lob von Gladbachs Trainer Wolf Werner, der nach dieser Niederlage wohl doch bald den Weg zum Arbeitsamt gehen muss. Zum einen liegt es daran, dass Offenbach ein Bombenfußballspiel geboten hat und mit einer Leidenschaft gekämpft hat, die beispielhaft ist. Und zum anderen liegt es daran, dass wir nicht in der Lage sind, aus 2-3 Metern auf das Tor zu treffen. Allerdings hatte Libero Ronny Borchers auch seine Abwehr gut organisiert gehabt. Nach seinem Tor gefragt, antwortet Amateur Kapitanovic ganz professionell. Jedes Tor ist ihm lieb, besonders die Tore gegen höherklassige Mannschaften. Nico, Sie lachen. Mirza Kapitanovic hat dafür gesorgt, dass Sie den zweiten Bundesligisten nach Uerdingen aus dem DFB-Pokal rausgeworfen haben. Er ist einer von, ich sag's mal, 4 Ausländern. Kapitanovic, Merdanovic, Ziris der Pole, Figas der Grieche. In der Bundesliga dürfen 2 Ausländer spielen. Ist das nicht eine Wettbewerbsverzerrung? Ich meine, wir sind genug bestraft geworden vom DFB, dass wir in die Amateur-Oberliga versetzt worden sind. Und ich bin der Meinung, dass die Amateurvereine dieses Recht schon zusteht. Also es ist klar, in den Amateurligen dürfen so viele Ausländer spielen, wie die Mannschaft haben möchte. Ja, ja. Ja. Kommen wir zu einem weiteren Spieler Ihrer Mannschaft, den wir eben gesehen haben, den Stefan Schummer. Ich sag's mal ein bisschen despektierlich. Ein Greenhorn hat gegen einen Weltklassemann gespielt. Was haben Sie dem Stefan vorher mit auf den Weg gegeben? Der Stefan Schummer hat im ersten Pokalspiel gegen Uerdingen schon gegen den Lautrup gespielt, der auch kein Unbekannter ist, und hat ihn sehr gut im Griff gehabt. Und wer einen Lautrup ausschalten kann,
habe ich dem Stefan Schumer gesagt, er ist auch in der Lage, Belanov auszuschalten. Hand aufs Herz, das soll die Leistung der Offenbacher keinesfalls schmälern. Ist Borussia Mönchengladbach im Moment überhaupt eine Mannschaft mit Bundesliga-Format? Vom Potenzial her, muss ich sagen, hat Gladbach immer noch eine Mannschaft, die in der ersten Liga unter den ersten acht spielen muss. Aber wie es so im Fußball nur geht, stimmt irgendwas nicht in dieser Mannschaft oder in dem ganzen Umfeld. Und deswegen tun sie sich momentan schwer und sie sind auch ein bisschen verunsichert, weil wenn man sechs Spiele in der ersten Liga hintereinander verliert, das hat man auch gestern Abend gesehen, dann fehlt doch so ein bisschen das Vertrauen. Was haben Sie denn dem Wolf Werner, Ihrem Trainerkollegen, nach dem Spiel gesagt? Na, da wird kaum über das Spiel gesprochen. Er hat mir gratuliert und er hat auch in der Pressekonferenz klar und deutlich zum Ausdruck gegeben, dass der Sieg von der Offenbacher verdient war. Ja, wenn Sie in der vergleichbaren Situation wären in Offenbach wie Wolf Werner in Gladbach, wären Sie noch Trainer? Das kann ich Ihnen von hier aus nicht beantworten. Da müssten Sie mein Präsidium fragen, aber es sieht mit Sicherheit in Offenbach etwas schwieriger aus wie in Gladbach. Oder würden gar Sie die Konsequenz vorziehen? Nein, das glaube ich nicht. Man muss auch als Trainer mal Niederlage einstecken und da zeigt sich erst, ob man dazu steht, die Misere selbst oder den Karren selbst aus dem Dreck rauszuholen. So ein Spiel wie gestern Abend kostet wahnsinnig viel Nervenkraft. Sie haben am letzten Wochenende in Battenberg beim damaligen Tabellenletzten der Oberliga 2-0 verloren. Welches Spiel kostet eigentlich mehr Nerven? Nun, ich meine, so Pokalspiel wie gegen Gladbach kann man nicht mit einem Meisterschaftsspiel in Battenberg vergleichen. Mit Sicherheit geht man genauso angespannt in die Partie gegen Battenberg, aber nach einer gewissen Zeit erkennt man dann, dass da wohl doch nichts mehr zu holen war in Battenberg und dann hackt man dieses Spiel ab. Gladbach war eine andere Situation. Wir hatten die normale Spielzeit mit 0-0 beendet und sind dann in der 98. Minute 1-0 in Führung gegangen. Und von diesem Zeitpunkt an hat man dann schon 20 Minuten, die sehr, sehr anstrengend sind. Und das merkt man auch heute noch an meiner Stimme. Der nächste Gegner, MSV Duisburg, drei Spiele bis zum Pokalsieg in Berlin. Ich meine, die Offenbacher wären eigentlich mal wieder dran. Oder was ist leichter, Aufstieg in die zweite Liga oder Pokalsieg? Und nun, der Aufstieg ist mit Sicherheit auch nicht leicht, aber ins Pokalfinale zu kommen, ist, glaube ich, doch noch etwas schwerer, weil wenn man ins Pokalfinale kommen will, dann hat man die meiste Zeit mit Erstligamannschaften zu tun und gegen die ist doch etwas schwerer, wie in der Amateur-Oberliga zu bestehen. Nikolaus Semnisch, ich danke für das kurze Gespräch. Ich darf auch Ihnen diese Schallplatte geben, die der Sporthilfe 3 Mark zukommen lässt, wenn man sie kauft. This time der Titel und einige Gruppen drauf wie The Winners. Diese Platte mag Sie motivieren, wenn es mal bei Offenbach nicht so läuft wie im Moment. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Und wir